Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mensch, Leute, ich will doch echt wirklich kein Video mehr machen über den fetten türkischen Öger, ja, was der sich wieder erlaubt, ja, aber da kann ich echt nicht meine Klappe halten, ja. Jetzt zuerst mal diese unverschämte Art von ihm, dass er alle YouTuber Endsöhne genannt hat, ja, in seinem letzten Video. Am liebsten würde ich zu ihm sagen, du bist selber der Größte, aber nee, da habe ich einen größeren Respekt von seiner Mutter. Deswegen sage ich das nicht, weil solche Wörter sagen nur Männer, ja, denen es nichts ausmacht, wenn sie selber so genannt werden. Das habe ich immer in meinen Videos gesagt, okay? Aber jetzt ist es ja mittlerweile so schlimm, jetzt fängt er ja schon an, wie so ein Schloss und bei jedem zu betteln. Ja, jetzt am Anfang. Hat er angefangen, Manuel sind Mensch, Bro, wir sind doch jetzt Bros und ja, der Streit ist bei uns schon vorüber, jetzt kannst du mich ja mal bei Insta entbannen, bitte, tu mich doch bitte entbannen. Und dann das letzte Gespräch mit dem Bruder Cem, ja, und der wird das auch irgendwann mal einsehen, dass das der größte Fehler war, ja, diesen Gefallen, was er sein Manager, also sozusagen sein Manager von dem fetten Öger getan hat, das wird er auch bereuen. Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Okay, und da fängt er auch an, ja, Flair, ja, bitte entbann mich doch, ja, fängt er voll an zu betteln, ja, und jetzt noch ganz am Schluss beim Ruß, ja, ich komme doch auch von Bochum, Essen und Bochum sind 10 Kilometer, 10 Minuten weit von uns entfernt, du bist doch der große Abi und bla bla bla, aber in seinem Ding Streaming macht er ihn voll blöd an, ja, was denkst du, wer du bist, ja, seid dankbar, ja, gib dem. Bruder Jim Handkuss, dass er sich überhaupt mit dir zusammen hingehockt hat. Haben wir ja gesehen, was in der Vergangenheit war. Ein Foto und am nächsten Tag war dieses Foto gleich weg, ja. Und jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, was er so beim Russ, seinem letzten Video über Russ erzählt, ja. Und das sagen wir ein paar Sätze. Wir werden uns ganz kurz fassen, ja. Aber dieser Junge checkt es immer noch nicht, ja, dass keiner was mit ihm zu tun haben möchte. Alles klar, Leute. Schauen wir uns mal an. Let's go. Bei Roos los. Ja, was war bei Roos los? Eigentlich interessant oder eigentlich gar nicht so interessant, eigentlich irgendwo ein Missverständnis. Ich habe mich da ein bisschen krass aufgeregt. Es ging darum, Roos war live und hat sich irgendwas von Manuelsen angeschaut, ja? Und zwar die Szene, wo Manuelsen irgendwo erzählt in einem Live, von wegen, er hat mit der halben Unterwelt debattieren müssen über Sinan. Und der Roos fragt dann in seinem Livestream so, hä? Warum? Worum ging es denn? Was musste denn da debattiert werden? Oder was habt ihr denn da ausgehandelt über meinen Bruder? Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ich schreibe dann in den Chat rein, ich sag, ey Roos, ich glaube, der Manu meint die Thematik mit arroganter Pate und so und dass der dem Sinan da doch Essenverbot geben wollte und so weiter. Oder dass der den da in Essen jagen wollte. Auf einmal Roos rastet voll aus. Er sagt so, ah, Jengis, was laberst du für eine Scheiße? Keiner redet über meinen Bruder schlecht. Nee, keiner jagt den Sinan und so, ne? So, hä? Was will der denn jetzt, ne? Denke ich mir so, ne? Ich rede die ganze Zeit über ihn, über seinen Bruder gut, Alter. Jeder kleine Nuttensohn auf YouTube. Hört ihr das? Das ist genau das, was ich meine. Ja, dir kann das ja wohl nichts ausmachen, wenn man dich so nennt. Ja, okay, am liebsten würde ich es sagen, du bist der Größte, aber nein, sage ich nicht, weil ich habe Respekt vor deiner Mutter. Okay, pass auf, was du für einen Scheiß von dir laberst. Ja, und ach, ehrlich, hör mal weiter zu, was der für Dummer. Jetzt bist du wie so eine Zecke, ja? Oh, Ruß, warum redest du von mir nicht? Hör doch mal zu, Leute, was der jetzt für einen Scheiß von sich gibt. Kriegt Props von ihm, der über Sinan gut redet. Mein Name wurde nicht einmal erwähnt, obwohl ich der Erste war, der das beste Video gemacht hat, um Sinan zu verteidigen. Alter, laber kein Scheiß, du bist der Erste gewesen, der so ein Ding.
Ja, hast gedacht so, wenn du jetzt so ein Video machst, dann sagt der Russe, oh, danke, Cengiz, oder was. Merkst du nicht, egal was du machst, die Leute wollen nichts mit dir zu tun haben, okay? Was denkst du, dass du jetzt in ein Interview gemacht hast mit dem Bruder Cem, dass du jetzt wieder vor dem Game bist, oder was? Und auf einmal, er ist so im Livestream zu mir, ne? Ich hab mich voll aufgeregt. Ich denk mir so, Alter, was ist denn jetzt los? Auf einmal sein halber Chat geht auch auf mich drauf. Dann Mock, der Penner, der war auch im Dings, der war auch im Chat. Mock ist ja jetzt immer fleißig am Reinzappen bei Roos. Auf einmal Mock geht auch auf mich drauf. Und er beleidigt mich, ich beleidige zurück, ich werde gebannt im Stream. Ich denk mir so, why Amona Royam, Alter? Das ist der Dank dafür, wenn man korrekt ist zu Leuten. Und. Das ist der Danke, wenn man korrekt ist zu den Leuten. Mensch, ich habe doch die ganze Zeit bei dir geblasen, Ruß. Mensch, warum tust du mir das an? Ha? Wieso sagst du nicht einmal Django? Ja, kriegst auch mal Props von mir. Nein, das wollen die nicht, Leute. Django. Dann habe ich halt irgendwie gepostet, von wegen, ich scheiß auf euch alle und ihr seid Hunde, dies, das, habe ich irgendwas bei Instagram geschrieben, als ich so sauer war. Und dann hat der Roos mir zurückgeschrieben. Also ich habe eine Story gepostet, dann hat Roos mich angeschrieben und meinte so, ey, ich war doch gar nicht da, ist doch jetzt unnötig, was du sagst und so. Dies, das. Haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann meinte. Ja, habt ihr ein bisschen hin und her geschrieben. Und das ist bestimmt bei dir entschuldigt, ja, im Hintergrund. Ach, was, ey. Der hat bestimmt gesagt, hey, komm, laber keinen Scheiß. Okay, du hast recht, komm, mach mal jetzt kein Buch darüber auf und fertig, aus ist es, ja. Der gibt dir keinen Props, ja. Egal, ob du auch im gleichen Haus mit ihm wohnen würdest, ja, kriegst du nicht mal Props. Nicht so, ey, guck mal, entbann mich einfach wieder hier, ne? Und rede doch einfach nicht so. Ich hab halt gesagt, das ist doch respektlos. Warum redest du so respektlos mit mir? Von wegen, ey, Jengis, was laberst du für eine Scheiße? Wie Jengis labert Scheiße? So, alleine schon, so, wir sind ja keine Bros, dass du sagen kannst, ey, Jengis, du laberst Scheiße. So, weißt du? Und das so öffentlich. Wenn wir Bros sind, du kannst mir ins Gesicht sagen, ich laber Scheiße, dies, das. Aber solange wir keine Bros sind, kannst du doch nicht einfach zu jemandem sagen, ey, der labert Scheiße. So, wisst ihr. Gott, was ist denn bei dir, Bro? Hä? Was ist denn bei dir, Bro, Junge? Sag mir mal. Ja, ist Manuel dein Bro? Ja? Ist Masak dein Bro? Worauf warst du mit dem schon um die Ecken, um die Häuser gezogen? Gar nicht. Also ist der Russ auch nicht dein Bro. Der kann dich so nennen, wie er will. Ja? So, ich denke mir auch irgendwo, Alter, ich bin doch nicht hier der Hampelmann von YouTube, Alter. Wo ist der Respekt? Ich sag doch auch nicht öffentlich zu dir, ey, Roos, du laberst Scheiße. Oder wenn Roos hier im Chat wäre, würde ich doch nicht auch sagen. Du bist der Größte, du bist nicht der Hampelmann von YouTube, du bist ein Clown von YouTube, Junge. Das merkst du noch nicht, oder? Du bist der größte Clown von YouTube. Alter, Roos, was laberst du hier für eine Scheiße? So von oben herab, weißt du? Naja, egal, auf jeden Fall, das haben wir so geklärt und ich hab dann, er meinte so, ja, ich in meinem Stream und ich rede dann so und dies und jenes. Und, aber Roos war. Er schreibt gerade jemand, ich glaube, der war. Aber wie gesagt, finde ich schade, dass man dann nicht einmal so erwähnt wird, weißt du? Verstehe das immer nicht. Leute, ihr seid doch so groß, Alter. Wir kommen alle aus dem Ruhrgebiet. Du bist doch Roos, Alter. Du bist doch dann quasi auch sowas wie mein Abi, Alter. Du bist ein Kanake hier aus dem Ruhrgebiet. Essen, 10 Minuten von mir. Essen, Bochum, Nachbarn, ne? Wir sind ja eine Grenze, Alter. Ne, ich fahre 10 Minuten, bin ich in Essen. So, warum gönnst du denn nicht einem Kanaken-Newcomer, sag ich mal, auf YouTube dann auch ein bisschen Props, ein bisschen Hack, ein bisschen Reichweite, indem du meinen Namen auch mal droppst, Alter. So, was ist das? Junge, ganz einfach, ja, weil keiner mit dir was zu tun haben möchte, okay? Keiner will sich mit dir auf deine Stufe stellen. Deswegen gibt dir niemand Props, okay?
Auch wenn du mit ihm in gleicher Wohnung wohnen würdest. Also, in diesem Sinne, Leute, schreib's in den Kommentaren rein, ob ich recht habe oder nicht recht habe. Ja, und zu dir, Jengis, ja, ich habe da in dem Video gesehen, hey Junge, du hast ja mehr zugenommen, ja. Geh mal zum Doktor, ey. Da gibt es ja heutzutage Methoden, dass man so eine Schelle an den Bauch kriegt. Und so nimmt jeder ab. Ja? Probierst du auch mal. Das ist für deine Gesundheit. Du siehst aus wie so ein gestandener Walross. Also, in diesem Sinne, ja. Tschüss, bis zum nächsten Video, Leute.